Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am 7.7., dem 7. Juli hier beim JFD-Devisenradar. Und wir wollen heute uns den Neuseeland-Dollar gegenüber dem US-Dollar widmen. Den hatten wir nämlich auch gestern schon zum JFD-Devisenradar-Webinar, immer von 15 bis 16 Uhr mittwochs in der Beschau. Und heute zeigt sich das Währungspaar mit über 1% Gewinn sehr, sehr stark. Zudem knapp 100 Pips gelaufen. Das ist schon über der Range. Mit Blick auf die 52-Wochen-Tendenz sogar deutlich über der Range. Und das Währungspaar kommt aber dennoch sehr, sehr interessant daher. Und deswegen wollen wir uns den Kiwi hier mal ein Stück weit näher betrachten. Letztlich hier beginnen wir mit dem Wochenchart-Intervall. Und da sehen wir, dass wir hier seit den Tiefs vom Sommer des letzten Jahres und das eben auch schon im Vorfeld der Rohstoffstabilisierung hier eine Aufwärtstendenz sehen, die sich hier sukzessive weiter fortsetzte. Wir hatten dann hier im Bereich um 0,6845, 0,6850 in 10 Kampf. Das ist hier ein Widerstandslevel gewesen. Da ging es mal drüber, ging es wieder drunter und letztlich hat der Markt dann doch noch die Kurve bekommen und konnte sich hier sogar einen Aufwärtstrend und Aufwärtstrendkanal etablieren, der sich hier sozusagen wegweisend bislang zeigte. Und unlängst, also in der Vorwoche und in der Vorvorwoche, wurde hier das Level von 0,72 erreicht auf Wochenbasis. Zoomen wir uns mal ein Stück raus. Hier haben wir einen Spike im Jahr 2011 gehabt in diese Richtung, dann 2015 direkt zweimal so eine Touchdowns, dann der Durchbruch, sehr, sehr signifikanter Sell-off. Und dann gab es eben jetzt hier unlängst in der letzten Woche, in der vorletzten Woche und aktuell eben hier das Touchieren des Levels um 0,72. Und das ist sehr, sehr interessant, denn wir sehen hier zum einen dieses 0,72er Level, zum anderen hier diese obere deckelnde Trendlinie des Trendkanals. Und das ist im Prinzip hier eine Situation, die man durchaus spielen könnte. Und unabhängig diesen blauen Pfeils gibt es eben jetzt hier die Option, dass der Preis sich entweder unmittelbar umkehrt oder aber, wenn er noch ein Stück weiter hochkommt in Richtung 0,73, hier dann möglicherweise an dieser oberen Trendlinie nochmal den Kopf stößt, um dann sozusagen nach unten zu laufen. Also unterhalb von 0,73 bleibt es im Prinzip möglich, denkbar und durchaus auch wahrscheinlich, dass der Neuseeland-Dollar hier nach unten abkippt. Man darf nicht vergessen, die Notenbank, also die RNBZ hat hier schon vorausgestellt, auch weitere Leitzinssenkungen zu vollziehen. Das ist natürlich genau konträr im US-Dollar, wo ja praktisch hier immer wieder orakelt wird, dass die nächste Leitzinsanhebung unmittelbar bevorsteht bzw. kommen könnte. Dazu wird auch morgen der US-Arbeitsmarktbericht, die Non-Farm Payrolls, sicherlich einen großen Beitrag leisten. Dazu an dieser Stelle übrigens die Information, dass wir morgen ein Live-Webinar ab 14:15 Uhr machen, um praktisch hier 14:30 Uhr die Non-Farm Payrolls einzufangen und letztlich hier live zu dokumentieren, was der Markt macht, wie er es macht und wie die Daten eben zu interpretieren sind. Und wenn diese hier sozusagen US-Dollar bullisch reinkommen, auch mit der Perspektive möglicherweise die Zinsen anzuheben, das ist immer eine Sache der Interpretation, wie dem auch sei, wenn die bullisch aufgenommen werden, dann kann das den Neuseeland-Dollar wieder nach unten drücken. Und wenn der hier nochmal scheitern sollte an diesem Widerstandslevel, dann will ich nicht ausschließen, dass wir hier nochmal in den Bereich 0,6850 zurückgehen könnten. Das wäre dann hier eine Parade, Situation, um sozusagen hier wieder auf einen Long-Setup zu spekulieren, auf einen Long-Anstieg. Deswegen machen wir die Zone auch mal direkt grün als Support-Level. Wäre auf jeden Fall hervorragend, um hier sozusagen ein Stück weiter nach vorne zu schauen. Apropos nach vorne zu schauen, wir gehen mal hier auf die kommenden 40 Tage ein oder lassen wir uns das gleich mal auf 60 ausdehnen, hier von der Saisonalitätsbeschau. Da fällt auf, dass der Preis sehr volatil daherkommt, kurzfristig sogar hier im Juli sogar noch aufdrehen könnte. Das würde sogar vielleicht sogar einen Ausbruch nach oben bedeuten, aber technisch haben wir hier Widerstände. Auch der EMA 200, diese rote Linie, gesellt sich hier hin. Das ist ein Stück weit kritisch. Kann ich mir praktisch nicht vorstellen, dass wir direkt nach oben rausschießen. Dazu müsste es wirklich massive US-Dollar-Verschiebungen geben, insofern, dass es heißt, der US-Dollar, die Leitzinsen, die Anhebung der Leitzinsen wird sich dann wohl doch aufs nächste Jahr verschieben. Das könnte so ein Auslöser sein, dass der US-Dollar zusammenbricht. Sollte das nicht der Fall sein, haben wir hier technisch, wie gesagt, die Situation, dass ein US-Dollar stärker erfolgen könnte, der Kiwi hier entsprechend schwach dreht und das wird auch hier spätestens im August von einem Saisonalitätsfaktor begleitet, grundsätzlich aber hier sehr, sehr volatil, zumindest mit Blick auf die nächsten Wochen, Schrägstrich bis September. Vom Wochentag her heute passt es ganz gut. Der Donnerstag ist der bullischste Wochentag mit 62% während der letzten 52 Wochen, 62% positiver Schlusspreise. Das ist sehr, sehr
ja, vorausschauend dahingehend, dass wir heute schon 1% vorne sind. Letztlich aber, und da gehen wir jetzt direkt nochmal in den Tagesschart, selbe Situation mit dem Trendkanal, mit dem Auflauf und mit dieser heutigen starken Tageskerze, dass der Neuseeland-Dollar aktuell 95 Pips gelaufen ist. Die Average Daily Range ist hier komplett abgearbeitet, sehen Sie auch an der Kerzengröße. Die trifft so ziemlich das durchschnittliche Bild. Und wir sind auch hier am, das scrollen wir uns nochmal raus, ein Stück weit. Hier an diesen Levels vom Juni und jetzt hier vom Juli gescheitert im Bereich eben um 0,72. Da laufen wir jetzt direkt an und die Frage ist eben, ob der jetzt hier weiter auftritt. Für heute ist, wie gesagt, die Luft ein Stück weit raus. Wir haben auch hier auf Tagesbasis kurzfristig sogar so einen kleinen Abwärtstrend, der sich schon hier darstellen lässt. Und das zeigt da halt, dass es noch nicht mal bis 0,73 hochgehen müsste. Es könnte auch unmittelbar zu einer Schwächebewegung kommen, die dann eben hier durchaus noch tiefer führen dürfte und auch könnte. Wie gesagt, spekulativer Charme ist gegeben, aber das sieht schon mal nicht schlecht aus. Und dazu passt eigentlich auch ganz gut, zeige ich Ihnen jetzt direkt mal die FTSE-Vektorlogik zum Neuseeland-Dollar gegenüber dem US-Dollar, praktisch hier so eine Art Kristallkugelverlauf. Und ja, mit Verlaub, das war heute Morgen hier schon mal ein ganz gutes Tendenzchen, will ich mal sagen. Der Preis hat sich hier an diese blaue Prognose nahezu gehalten, nicht punktuell, aber nahezu. Das sieht wirklich gut aus. Das Hoch wurde sogar ein Stück weit überboten. Aber Sie sehen, im Anschluss scheint es jetzt so, als würde der Markt nicht mehr wirklich vom Fleck kommen. Hier um 0,72, wie gesagt, ist auch ein Widerstandslevel, sowohl auf Wochen- als auch auf Tagesbasis. Jetzt haben wir hier auch den Abwärtstrend. Und es sieht so aus, als würde der Preis rein statistisch von der FTSE-Vektorlogik, und das bezieht sich praktisch hier auf vergangene Preisverläufe plus Saisonalitätsverhalten, was hier sozusagen gespiegelt wird nach vorn, um ja eine Art Vorausschau zu bekommen, wo der Preis denn hintendieren könnte. Und es sieht eben so aus, als wäre es kurzfristig tatsächlich so, als würde hier eine Schwächephase bevorstehen. Neben dem, dass die Range heute abgearbeitet ist, haben wir von der FTSE-Vektorlogik auch negative Signale. Der Tag heute kann durchaus so positiv bleiben, aber morgen zu den Non-Farm Payrolls als Auslöser möglicherweise geht es dann direkt nochmal ein Stück weit tiefer und dies führt dann das Währungspaar gen Süden. Kurzfristig, wenn es hier wie gesagt über 0,7235 geht, also über die Hochs der letzten Tage, dann kann man auch nochmal einen Spike in Richtung 0,73 nicht ausschließen, aber auch dann denke ich, würde die Luft zusehends dünner und auch dann würde ich hier praktisch im Umkehrschluss eine Schwächephase begrüßen, um hier sozusagen mal zu skizzieren, wohin denn hier die Reise gehen kann. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es praktisch schon gewesen für die heutige Beschau des Devisenradars. Wenn es Ihnen gefallen hat, Daumen hoch auf YouTube, beziehungsweise einfach auch ein gutes Like im Statement. Ich sage jetzt erstmal danke fürs Dabeisein, wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.